Moin! Ja, geht gleich mit Wahlkampf los, aber vorher noch eine wichtige Info von mir hier aus dem Homeoffice. Und zwar gibt es Calcio Berlin ab sofort auch als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Und damit ist erstmal gemeint, alle Folgen Wahlkampf. Könnt ihr auch alle nochmal anhören, wenn ihr wollt. Und jede neue Folge Frag Calcio wird auch mit hochgeladen. Link zum Beispiel zu Spotify findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also geht gerne mal auf eure Podcast-Plattform, die ihr am liebsten nutzt, und abonniert schon mal den Calcio Berlin Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da, wenn es geht. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Wahlkampf. Calcio Berlin Wahlkampf. Herzlich willkommen zu unserem sogenannten kleinen, aber feinen Politikformat, das normalerweise hier präsentiert wird von und mit Nico Heimer. Der ist im Exil. Ist das so? Im Brandenburg-Exil oder wo auch immer, irgendwo in der Pampa treibt okay. Er sich rum. Wohlverdient, muss man sagen, an der Stelle. Ja. Und wir haben ihn, glaube ich, sehr, sehr gut ersetzen können für die heutige Folge. Zum zweiten Mal mit dabei. Herzlich willkommen, Mia. Moin, moin. Danke, dass ich da sein darf. Erste Folge mit dir war bester Bundesliga-Transfer, ne? Nee, es war bester Bundesspieler der Saison. Stimmt, Spieler der Saison, ja. Wo Colomani gewonnen hat. Obwohl Stimmt. Bellingham die offensichtlich bessere Antwort wer hat. Denn, weißt du, wer da den Public Vote gewonnen hat? Nee. Das muss man als Verlierer immer nachschauen. Damit Ach so, man okay. Das okay. ist ein gutes Stichwort, weil das wurde ja so hingestellt, als ob ich vollkommen gestört wäre, nahezulegen, dass Kevin Großkreuz der verdiente Gewinner gewesen wäre. Er dominiert den Public Vote. Also in den Kommentaren Christoph, er dominiert den Public Vote. Ja, das ist ja okay. Die Frage ist, aber wie viel Bedeutung man dem Ganzen beimisst. Genau, ist halt die Frage oder dann die Aussage nehme ich natürlich zurück, sollte Bellingham den Public Vote bei einer anderen Folge gewonnen haben. Haben viele die Frage nicht verstanden. Ich mache das immer wie ein guter Demokrat. Wenn der Public Vote für mich spricht, dann halte ich ihn für sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Weil wenn er gegen mich spricht, dann sage ich, das sind alles Vollidioten, haben keine Ahnung. Ja, das hast dann du schon ist, sehr oft dann gesagt. Dann sagst du, ist gestohlen, so wie Trump einfach. Ja, ist gestohlen. Ist stolen election. Ja. Election Fraud. Die haben auch alle hier per Briefwahl abgestimmt, habe ich gehört. Ja, und wofür stimmen wir denn heute ab? Wir stimmen heute ab, also wir wollen erstmal klären, die Frage lautet, wer ist der schlechteste Schalke-Transfer der Fußballgeschichte? Wer ist der Schlechte? Da kommen wir nicht mit hin. Wer ist der Schlechte? Da kommen wir nicht mit hin, weil bei Schalke... Der eine einzige Schlechte. Alle der schlechte Mann. Transfer von Schalke 04... Mm-mm. Aber wir suchen den schlechtesten Schalke-Transfer aller Zeiten, das ist richtig, jo. Ne? Ganz genau. Gut, dann sind wir uns alle einig über die Frage heute, genau. die ihr behandelt. Komm, wir losen eine Reihenfolge aus. Such dir gerne eins aus. Loop, 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 number three. Nummer zwei. Dann bin ich die Eins. Klar, was hier an Reihenfolge uns bevorsteht. Also. Let's go. Oh, direkt hier wieder wegsortieren. Jo. Sonst finden wir sie nie wieder. Da muss die Ordnung muss hergestellt werden. Absolut richtig. Du machst die Uhr. Ja, kann ich gerne machen. Erstmal dehnen hier. Ja, das klar. ist richtig. Also ich mache auch mal vorher so ein bisschen die Schultern greifen lassen. Mhm. Auch richtig. So ein bisschen, weil man die Schultern sehr braucht, um so zu sprechen. Ja. Absolut. Das ist auch so ein Vibe-Ding. Ist auch so Einschüchterungsgehabe. Ich habe gestern eine Doku gesehen hier über... Ich muss dir leider sagen, hat noch nicht funktioniert bisher. Über die Serengeti. Wo so ein Pavian-Gruppe auch begleitet wurde. Junge, sind das evil Motherfucker, Alter. Ich finde wirklich... Überrascht mich tatsächlich gar nicht. Also Affen sind fast durch die Bank alles sau uncool, ist meine Bilanz. Also, es gibt wenige coole Affen, manche Gorillas sind gechillt, Bonobos sind da so ein bisschen am Hippie-Ende des Affenspektrums. Bonobos sind die Tiere, die am meisten Geschlechtsverkehr haben. Ja. Fun am häufigsten. Was hältst du von Orang-Utans? Können ganz korrekt sein, aber es gab auch mal so eine Story, wo irgendein Orang-Utan seiner Besitzerin, warum auch immer die einen Orang-Utan hatte. Ja, das ist, glaube ich, schon das Hauptproblem. Ich glaube, da ist der Mensch das Problem. Einfach, ich sage mal, chirurgisch das Gesicht entfernt hat. Ja, vielleicht zu Recht. Halt einfach keinen Orang-Utan besitzen. Ja, aber Paviane und Schimpansen, die sind dann auch, got no chill, ne? Die sind wirklich so unentspannt. Ja. Da war ein Pavian, die haben Flamingos gejagt. Und ja, der Flamingo war schon so in der Luft und der ist hochgesprungen, hat ihm noch am Bein zu packen gekriegt und hat ihn so runtergerissen, Alter. Das als war würdest du das nicht machen, wenn du einen Flamingo jagen müsstest. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Aber so. Der Pavian ist wirklich gesprungen wie Prime Manuel Neuer. Ja. Der auch mal bei Schalke gespielt hat, aber kein schlechter Transfer und war. Die Kurve nehmen wir jetzt, um zu fragen, bist du bereit? Ich bin hoffentlich bereit, ja. Oh, fuck, jetzt habe ich mein Fenster hier geschlossen. Moment. Jetzt ding, bin ich bereit. Ding, ding, jetzt ding. Bin ich bereit. Alright, dann Technik ist so eine Sache. Zähle ich dich rein und sage 3, 2, 1, bitte. Es ist gar nicht so lange her, man glaubt es kaum, da war auf Schalke eigentlich noch alles ziemlich in Ordnung.
Es ist Sommer 2018 und die Knappen sind amtierende Vizemeister. Trotz schwerwiegender Abgänge scheint Trainer Tedesco aber die Lösung parat zu haben. Sein Wunschtransfer? Sebastian Rudi. Der ist zu diesem Zeitpunkt 28 Nationalspieler und soll nach Goretzka und Co. die nächste Gelsenkirchener Mittelfeldära prägen. Ist aber auch mit einem deftigen Preisschild versehen. Was macht man also, wenn man etwas unbedingt haben will, es sich aktuell aber einfach nicht leisten kann? Richtig, man bezahlt es in Raten. Insgesamt über 16 Millionen überweist Schalke an die Bayern, auf 4 Portionen verteilt. Als die letzte 4 Jahre nach dem Transfer in München ankommt, ist Schalke krachend abgestiegen. Topverdiener Rudi konnte die hohen Erwartungen nie erfüllen. Der Absturz der Königsblauen war ein Tod auf Raten. 4 davon gingen für Rudi drauf. 2021 ist der letzte Satz im Schalke-Kapitel Sebastian Rudi geschrieben. Es hatte Folgendes zu bieten. 4 Jahre, 30 Spiele, 0 Scorer, 2 Leihen, 1 Corona-Test-Boykott, 16 Millionen Verlust und am Ende dann die Vertragsauflösung. Der Titel dieses Kapitels dürfte lauten, der schlechteste Schalke-Transfer aller Zeiten. Oh, das ist aber auf den Punkt die Minute. Ja, ich hatte ja letztes Mal ein bisschen Überlänge. Diesmal habe ich mich zusammengerissen. Stark. 1-0-0. Siehst du mal. Sehr, sehr gute dann Zeit. Müssen wir nachziehen. Ich muss das merken aus dem Case, weil ich eine Nachfrage dazu habe, aber die muss ich mir sparen für nachher. Okay, jetzt bin ich gespannt. Uhr, Christoph? Ah, ja, ich habe mir ja hier eine Uhr vorbereitet, natürlich, in weiser Voraussicht. Ist gut gelaufen, auch von der Reihenfolge gerade, merke ich jetzt. Alles klar, dann zeig mal, was gut gelaufen ist. Wer ist denn der schlechteste Schalke-Transfer aller Zeiten, Niklas Lewinsohn? In 3, 2, 1 und bitte. Es gab Transfers, die Schalke finanziell viel gekostet und sportlich wenig gegeben haben. Sebastian Rudi zum Beispiel. Doch was Spieler wie Rudi nie gegeben haben, konnten sie dem Verein auch nicht wegnehmen. Sportliche Qualität, Identifikation, Führung und Verantwortung, gerade dann, wenn es mal scheiße läuft. Auf Schalke hatten sie so einen Mann, jemand, der all das verkörperte, der nach ungeschriebenen Regeln lebte, durch dessen Adern noch Ehre floss, der genau wusste, man muss sie auch haben, als immer nur drüber zu reden. Doch sie ließen ihn gehen. Ein Mann, der ein Jahrzehnt auf Schalke überdauert hatte, wurde plötzlich für entbehrlich erklärt. Der neue Heiland hieß Domenico Tedesco, ein junger, smarter Trainer, der auf Pressekonferenzen mit großen Worten über Fußball referierte. Um ein Jahr lang ging das auch gut. Dann ging Tedesco, oder besser gesagt wurde gegangen, wie so viele Trainer vor ihm, und was zurückblieb, war ein Schiff, das 2 Jahre lang unaufhaltsam auf den Eisberg namens Abstieg zusteuerte. Um die Katastrophe zu verhindern, hätte es vielleicht nur einen fähigen Kapitän gebraucht. Benedikt Höwedes, der schlechteste Transfer der Schalker Geschichte. Boah, hast du das gekrögert. Ich wusste, dass einer von euch so kommt. Ich wusste es. Ich habe drüber nachgedacht. Natürlich, die Hintergrundgeschichte ist, wir haben mal den schlechtesten Bayern-Transfer gemacht. Mhm. Und wer hat gewonnen? Toni Kroos. Klasse. Den ich mitgebracht hatte. Ich habe sogar geschaut, ob mir jemand Hattest einfällt. Hattest du nicht auch mal irgendwie bei größte Spieler-Vereinslegende Christian Streich? Ja, das ist korrekt. Nee, nicht Spieler. Ja, gut, aber alle anderen hatten halt Spieler. Und du Vereinslegende in der Bundesliga, ganz genau. Finde ich natürlich sehr gut. Ich kommentiere nichts. Ich möchte nur dir die Uhr geben. Wir reden ja eigentlich. Ach ja, ich bin ja noch dran. Wir reden ja traditionell. Du bist so begeistert. Du warst schon bereit aufzuschreiben, zu sagen, komm, hier ist die Stimme. Du kannst auch aufgeben jetzt schon. Sonst. Ey, ich bin ja noch dran. Ich habe ja noch den besten bzw. schlechtesten Transfer mitgebracht. Ja. Okay. 3, 2, 1, bitte. Auf den ersten Blick könnte diese Story einer der größten Scams der Fußballgeschichte sein. Im Januar 2008 verpflichtet Schalke 04 den Brasilianer Zé Roberto. Hä? Der Zé Roberto, der bei den Bayern spielt und einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga ist? Nein, Zé Roberto von Botafogo. Der zwar so heißt wie sein bekannter Namensvetter, aber so aussieht, als wäre er dessen billige Kopie in einem lizenzfreien Fußballmanager. 3 Millionen Ablöse überweist Schalke nach Brasilien. Nur 3 Millionen, werdet ihr jetzt vielleicht denken. Aber was haben sie dafür bekommen? Insgesamt stand Zé Roberto für Schalke 3-mal auf dem Platz für insgesamt 32 Minuten. Nur 10 Minuten länger als eine durchschnittliche Folge Wahlkampf. Kostenpunkt 1 Million pro Spiel, fast 100.000 Euro pro Minute. Und da sprechen wir nur von der Ablöse. Er blieb nur ein Jahr und kam dann einfach nicht mehr aus dem Winterurlaub aus Brasilien zurück. Kein Transfer, der Schalke in den Ruin getrieben hat, aber einer der schlechtesten Preis-Leistungs-Deals, die ich in der Bundesliga je gesehen habe. Zé Roberto 2. Huh. Ich hätte noch Zeit gehabt, sehe ich gerade. Ich habe mich zu Unrecht beeilt. Der hieß so, das ist Zé Roberto 2, oder? Der wurde so getauft, ja, halt in Deutschland. Ja, also er hieß nicht so, er hatte irgendeinen anderen Namen, aber alle Aber referiert er nicht auch auf Transfermarkt unter den Namen? Nee, Zé Roberto nur. Ach krass, ich dachte, da würde auch stehen, Zé Roberto 2. Habe ich auch gedacht, weil alle nennen ihn halt so, aber halt nur, weil er der billige Abklatsch ist von dem großen Zé Roberto. Snaps. Gibt's einige. Oh ja. Ich hatte auf der 2 Nabil Bentaleb und hatte eigentlich gehofft, einer von euch bringt den mit. Ah, dafür hat er ich hätte zu auch viel gerne, gegeben. Ich hätte auch, ich habe mal nachgeguckt, er hatte irgendwie, was weiß ich, 19 Tore gemacht, aber einfach 15 davon waren Elfmeter. Und ich habe
auf der 3 hatte ich, und den habe ich nicht weiter oben gehabt, weil es klar war, dass der nicht gewinnt, aber ich hätte Lust darauf gehabt, den Case zu machen, Rabbi Matondo. Ja, der war ja auch teuer. Ja. Matondo, 9 Millionen. Matondo hatte ich auch auf dem Zettel. Bentaleb war halt 19. Also das ist, Bentaleb war 19 ja. Millionen und hinten raus eine Katastrophe, voll mit Skandalen, was ja. man halt sagen muss. Wurde aber auch ein bisschen zum Sündenbock gemacht von Schalke. Wo A, ich viel nicht zum weiß. Sündenbock, ja. Stichwort Steffen Freund. Jo. Und B, oh Gott, ja. er hat halt wirklich also mindestens mal anderthalb gute Jahre gehabt, wo man echt, also gerade das erste Jahr von Bentaleb war, glaube ich, absolut ja, war okay, in Ordnung. Also, aber keine 19 Millionen wert. Das stimmt schon, aber, nicht, aber er hat nicht erst geliehen und dann gekauft? Ich glaube, man hat ihn ja. Naja, sie hatten eine Kaufpflicht für irgendwie Kaufpflicht, eine gewisse okay. Anzahl an Bundesliga-Einsätzen, 20 oder so. Aber ich fand den echt in Ordnung im ersten Jahr. Ich fand nicht, dass er von Anfang an scheiße war, Bentaleb. Der war für mich halt raus, weil es dann so viele gibt, die was gekostet haben und nicht wenig gekostet haben und einfach gar keine Rolle gespielt hat. Ein Hamza Mendil zum Beispiel. Ja, hallo? Stand bei mir auch auf der Liste. Der war auch nicht günstig und hat einfach gar keine Rolle gespielt. Ist der nicht einmal von irgendjemandem so Hail Mary-mäßig in den Sturm geschickt worden von Tedesco, glaube ich? Franco Di Santo, auch so ein Kandidat, ja. der komplett scheiße also, war. Yevgen Konopjanka, 12,5 oh, ja. Millionen Euro. Auch das war auch deftig, ja. deftig. Die Ente von Twente. Ja, ja, ja Orlando Engeler. Engeler. Ja. Das sind halt so Leute, die haben halt dem Verein nicht finanziell irgendwie ein Bein weggetreten. Ne? Also es war okay, oder so ein Ibisevic, der halt kaum was gekostet hat, der sogar noch auf Gehalt verzichtet hat, aber halt einfach komplett enttäuscht ja. hat. Es das gab ist halt bei Sebastian Rudi, würde ich sagen, sorry, ja. so krass, ja. dass halt auch diese 16 Millionen, das ist halt einfach auch ein dicker, und fetter Batzen Kohle. Und ne? vor allem die letzten 4 Millionen davon mussten sie erst nach dem, also haben sie erst nach dem Abstieg gezahlt. Das war ein großer Teil des Schuldenbergs, den man da noch hatte. Und man hat dann ja den Vertrag aufgelöst, aber er hat, hätte in der zweiten Liga noch 6 Millionen verdient und hat von allen Spielern im Erstligakader auch am meisten verdient. Das heißt, er lag den auch ordentlich, ordentlich auf der Tasche. Du hast eben was gesagt, Corona-Test-Boykott? Ja, er ist zum ersten Corona-Test der Zweitligasaison nicht gekommen. Einfach. Und danach haben sie den Vertrag aufgelöst. Weil er den Test boykottieren wollte oder weil er ja, weil er den Auftakt boykottieren wollte. Okay, okay, es war jetzt kein nicht zum Corona-Test. Nein, es war kein, ich will keine Querdenker-Allegations ja. gegen Sebastian Rudi äußern hier. Davon weiß ich nichts. Hast du das mit dem Gehalt mit Hoffenheim erzählt? Was mit dem Gehalt? Ich hab nämlich mit Broski auch ein bisschen referiert darüber, wen machen wir hier zum schlechtesten Schalke-Transfer. Und der hat nämlich erzählt, dass die sich das, der wurde ja dann ausgeliehen nach Hoffenheim. Zweimal. Genau. Und die haben halt ein 50-50 Gehaltspaket gemacht. Ja. Die haben halt die ganze Zeit noch weiter für diesen Mann bezahlt. Und der hat am meisten, also der war im Schalke-Kader Topverdiener. Er war dann kurz wieder da, wurde auf der Rechtsverteidigerposition geparkt, wo er natürlich eigentlich nicht spielen sollte, hat sich aber eben auch im Mittelfeld nie durchsetzen können, unter keinem Trainer, auch nicht unter Tedesco. Und war insgesamt ziemlich... Ja. Du darfst den Bayern einfach keine ablösefrei geholten Altlasten abnehmen. Vor allem nicht für diese Summe. Du tust denen immer das so war nach einem Jahr, oder? Ablösefrei es war nach einem Jahr Bayern 16 Millionen, der war 28, ist jetzt auch kein Talent, wo du denkst, ja, in 2 Jahren kostet der irgendwie das Doppelte. Schwierig. Rode war ja auch so eine Nummer, als er von den Bayern nach Dortmund kam. Also ich würde immer vorsichtig sein, den Bayern ersetzbare Spieler abzunehmen, weil im Zweifelsfall spielst du denen nur Geld in die Kasse und kriegst dann nicht ausreichende Qualität. Also Rudi ist also ist wichtig, dass er dabei ist. Wichtig. Absolut. Und vor allem, er sollte halt diese, also Meier, Goretzka, also diese ganzen Abgänge im Mittelfeld kompensieren und sollte eben in diesem Champions-League-Kader, den man dann ja aufstellen, zusammenkriegen musste, eine Stütze sein, und das war er halt wirklich einfach gar nicht. War das Christian Heidel? War das ein Heidel-Transfer? Nee, das war ein Tedesco-Transfer. Wer war Manager zu der Zeit? War das Heidel noch? Ich glaube nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass es mehrere Stimmen im Verein gab, die gegen den Transfer waren, aber Tedesco wollte ihn unbedingt. Tedesco wollte ja auch irgendwie dann ein bisschen mehr Fußball spielen, hat aber relativ schnell gemerkt, dass das nichts so wird und dann, naja. Also Heidel war bis zum 4. März 2019 auf Schalke. Ja, dann wird das zu der Zeit noch gewesen sein. Also Christian Heidel im Sommer 2018. Ist wirklich so gut, wie er in Mainz alles gemacht hat, so ein Fraud gewesen auf Schalke. Der hat wirklich so viel Schaden angerichtet, dass es kaum zu fassen gewesen ist. Ja, Rudi ist der auf jeden Fall hier in der Runde, der am meisten Schaden angerichtet hat. Höwedes, das finde ich natürlich schön, dass er mit dabei ist, weil der hätte niemals gehen dürfen. Der war einfach eigentlich auch eine zu wichtige Figur. Ich frage mich halt nur, wie sehr er wirklich durch seinen Abgang dann geschadet hat, beziehungsweise wie viel ihn durch die Lappen gegangen ist, weil er war jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, als er gegangen ist. Nicht so wie bei Toni Kroos beispielsweise, wo man einfach einen Weltklasse-Spieler
hat sehr unter Wert gehen lassen. Und der schlimme Absturz kam ja auch erst viel später. Und das ist auch mein Argument zum Thema Seroberto 2. Ich habe mir auch all diese Spiele angeguckt, wollte aber halt jemanden nehmen, der wirklich in den letzten Jahren stattgefunden hat, weil in den letzten Jahren halt die Tragweite des Ganzen einfach nochmal viel, viel größer war durch den Abstieg und jetzt den erneuten Abstieg. Kann ich auch verstehen, dass Seroberto hat dem Verein nicht geschadet. Ja, eben. Außer in der Außendarstellung, weil das Schöne war, er hat zum Beispiel gesagt, ich hatte keine Lust mehr, um 7 Uhr aufzustehen und bei minus 10 Grad zu trainieren, bevor er dann ablösefrei, also man hat noch nicht mal wieder was zurückbekommen, zu Vasco da Gama gewechselt ist. Aber ist das er nicht Schöne sogar war, zweimal nicht aus dem Winterurlaub zu spät wieder gekommen? Naja, der wurde erstmal ausgeliehen nach Flamengo. War da, glaube ich, dann auch ein bisschen zu lang. Und beim zweiten Mal im Winterurlaub ist halt gar nicht mehr wiedergekommen einfach. Und man hat sich halt hingestellt. Ich weiß gerade nicht mehr, wer Manager da zu dem Zeitpunkt war. Aber man hat sich halt hingestellt und gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Der wird wiederkommen. So geht das hier mal gar nicht. Er ist nie wiedergekommen. Man hat halt wirklich sich so ganz stark hingestellt, aber man ist dann auch weich geworden, weil der Spieler das dann irgendwie durchgezogen hat. Also Hövedes hat seine Karriere extrem früh beendet, ne? Das stimmt, der hat 32 seine Karriere beendet. Ja. Hat den Fußball nie geliebt, würden manche Leute sagen. Ich glaube einfach, dass er so ein bisschen die genuine Liebe und Freude vielleicht auch verloren hatte in dem Moment, wo er weg von Schalke war. Weil das ist eigentlich jemand, der war dafür gemacht, ein One-Club-Man zu sein. Das hätte jemand sein sollen, der nur einen Club in seinem ganzen Leben kennt, das ist Schalke 04. Das hätten beide Seiten auch verdient gehabt. Und wenn ich mir jetzt den Abstiegskader anschaue, den Schalke damals hatte, also Fährmann ist da, aber Kabak, Nastasic, Ciao, Sané, Mustafi, Becker, Matriciani. Ey, da ist niemand, wo ich sagen würde, an dem hätte sich diese Mannschaft hochziehen können. Da ist niemand. Sehr Kolasinac vielleicht noch irgendwo. Aber ja, der da eben auch eher als Feuerlöscher. Wurde, genau. Aber also Hövedes zu haben, der diesen Verein über 10 Jahre überdauert hat, der Weltmeister ist, das wäre schon eine Figur gewesen, die, glaube ich, auch irgendjemand hätte sein können, der so eine Mannschaft auch irgendwie zu greifen kriegt. Und ich glaube schon, dass die Art und Weise und die Beispiellosigkeit, mit der Schalke abgestürzt ist, damit zusammenhängt, dass einfach ein Identifikationsfigur, ein Anker gefehlt hat, der diese Mannschaft irgendwo auch führen kann. Weil das ist echt eine Schlange ohne Kopf, diese Mannschaft. Ja, das stimmt absolut. Warum ich mich am Ende für Seroberto entschieden habe, obwohl er nur 3 Millionen gekostet hat, wir müssen uns kurz zurückerinnern, das war 2008. Ich habe nochmal geguckt, wie da so die Ablösesummen waren. Hast du inflationsbereinigt ausgerechnet, was der heute kosten würde? 40 Millionen Euro. Wie viel D-Mark wäre das gewesen? Das wäre eigentlich eine gute Idee gewesen. Er war zum Beispiel teurer als Heiko Westermann. Also okay, Heiko Westermann jetzt dann nicht ganz so gut gealtert, aber bei Schalke war das ja ein richtig guter Spieler, der hat keine 3 Millionen gekostet. Und der teuerste Transfer zum Stand 2008 war Emil Penza für 8,5 Millionen, also nicht wahnsinnig viel mehr. 3 Millionen war viel Geld für Schalke damals, dass man nicht mal eben so gezahlt hat. Also ein schlechter Transfer war es auf jeden Fall, darüber muss man sich, glaube ich, nicht streiten. Das Ding ist halt, es hat halt schon fast viele Ab-Vibes, ne? Der 32 Pflichtspielminuten für diesen Verein gespielt, für 3 Millionen. Ich finde halt, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist so absurd schlecht, dass ich einfach, und dann heißt er auch noch Seroberto und spielt nicht ansatzweise so gut wie also der Neymar, Richtige. Neymar ist ja 2017 gewechselt zu Barcelona für 2022 und das wären, ich habe gerade einen Kicker-Artikel hier, wären 2023, dieses Jahr, glaube ich, ist inflationsbereinigt 276 Millionen Euro gewesen. Also schon mal nochmal gestiegen um über 50 Millionen. Also man kann schon sagen, dass der inflationsbereinigte Seroberto 2 vielleicht heute schon so ein 13, 14 Millionen Transfer gewesen ist. Auch völlig abgesehen von der Inflation haben sich Transfersummen ja verändert. Sodass das, also selbst wenn wenn der Euro gleich viel wert wäre. Es ist mehr Geld im Fußball, deswegen werden die Ablösesummen immer größer. Aber das darf man halt, glaube ich, nicht vergessen, wenn man halt über Transfers spricht, die irgendwie Anfang der 2000er Jahre irgendwie vonstatten gegangen sind. Die Ablösesummen waren noch nicht so mega krass. Es waren andere Zeiten damals. Da hat Schalke noch um die europäischen Plätze mitgespielt. Als mein Transfer kam, war Schalke Vizemeister. Ja, und stimmt. 4 Jahre später, als sein Vertrag aufgelost war, war Schalke abgestiegen. Und er war derjenige, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass sowas nicht passiert, beziehungsweise man weiter noch angreifen kann. Ich habe jetzt irgendwie dann auch so ein Interview von ihm gesehen, als er kam, wo er dann meinte, ja, wir müssen noch besser sein, als Schalkes letzte Saison war und was weiß ich. Aber das war ja dann die Saison, wo es bergab ging. Sebastian Rudi ist ja letztendlich auch ein Schneeballsystem gewesen, das aufgebaut worden ist von unter anderem Joachim Löw. Im ersten WM-Spiel 2018 hat er den ja von Anfang an spielen lassen, oder?
Erinnere ich das gerade falsch? Oh, das weiß ich nicht mehr. Fall, aber er hat gespielt gegen in der Nationalmannschaft. War das? Deutschland. Boah. War das Mexiko, das Auftaktspiel? Das weiß ich nicht mehr. Doch, war das. Mexiko 2018. Er hat nämlich überraschend gespielt. Ich weiß nicht, ob es das Auftaktspiel war, aber er hat bei dieser WM gut, überraschend gespielt. Er war ja auch gut bei Bayern. Also nicht schlecht. Vielleicht also nicht in der die Stadt 16 Millionen nicht, wert, aber... Und rein kam er auch nicht im ersten Spiel. Na, okay, dann war das... ich glaube, dann hat er umgestellt im zweiten Spiel vielleicht. Auf jeden Fall hat er bei dieser WM gespielt. Er war WM-Spieler. Ja, aber er war Nationalspieler. Rudi ist halt schon krass legitimiert worden, auch über diese ständigen Berufungen Nationalmannschaft. Ja, und die sind halt schon auch getragen worden dadurch, dass er halt aus einer Ecke Deutschlands kam, für die halt der Bundestrainer damals ein extrem großes Fable hatte. Ne? Also danke, ist ja auch ein DFB. Ex-Stuttgarter. Also diese Schwaben-Connection, die war schon wirklich unausstehlich, was die da abgezogen haben. Was mir in Erinnerung geblieben ist, als ich mich jetzt mit Rudi noch mal so ein bisschen beschäftigt habe, ist ein Bild von einem Schalker im Stadion mit Trikot, Flock 16, darunter Millionen für Rudi. Und das, das lasse ich einfach mal so stehen. Spiel 2 gegen Schweden war Rudi tatsächlich in der Startelf auf der Doppel-6 mit Toni Kroos. Genau, ja, genau. Da haben wir es. Wir müssen abstimmen und ich sage noch folgenden letzten Satz, bevor ihr was draufschreibt. Mit Benedikt Höwedes wäre Schalke bis heute durchgehend Bundesligist geblieben. Das ist natürlich, das kann man so sagen. Du bist ja auch der Erste. Ich bin der Erste. Du bist die Eins. Und... Nein, bin ich nicht der Erste? Oder stimmt der Letzte als Erster? Der Letzte stimmt als Erster. Danach dann okay. Der oder diejenige, die die Stimme bekommt. Okay. Niklas, ich weiß deinen Versuch zu schätzen, aber es kann hier nur eine Antwort geben, und das ist Sebastian Rudi, weil der ist mit Abstand der Spieler ist, der dem Verein so sehr geschadet hat wie kein anderer. Du bist zuerst dran. Ich kann es Roberto 2 nachvollziehen, aber am Ende ist mir die Tragweite nicht groß genug. Und ich finde es auch gut, wie die Frage interpretiert wurde. Ja. Deshalb Benny Höwedes. Das ist... Gib sie, Roberto, gib sie mir. Komm, lass uns die Putt-Situation machen. Das ist... gerade jetzt hast du endgültig mit mir gebrochen. Das Warum? Kann ich ganz offiziell ankündigen. Das ist wirklich... Du hast ja mit Groß sogar gewonnen damals. Du hast ja den Sieg so bekommen mit Groß, mit deiner Auslegungssache. Ja, jetzt mache ich das 2 Folgen hintereinander. Ja, aber das auf ist... auf eine sehr gute Art und Weise. Und du verweigerst mir 2-mal deine Stimme. Ich kann nicht Sebastian Rudi nicht nehmen in dieser Fragestellung. Was auch immer wir hier hatten, es ist vorbei. Das kann ich wirklich sagen. Benedikt Höwedes ist nicht Toni Kroos. Ich stimme für Sebastian Rudi der Zweite. Ja, Rudi 2 stimme ich. Ja. Es wäre auch, muss ich sagen, also Seroberto 2 gegen Rudi, ich finde, nein. Also ich kann nur für Rudi stimmen, das ist vollkommen klar. Ich habe keine andere Wahl, das ist in meinen Augen zumindest kein Vergleich. Und damit haben wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin gleichzeitig. Rudi und ich. Also nicht Premierensieg, aber erster Sieg für dich im Format Wahlkampf. Eine 1-von-2-Quote, die ist sehr beachtlich. Das schreibe ich mir ab jetzt in meinen Lebenslauf. Absolut. Sebastian Rudi ist der schlechteste Schalke-Transfer aller Zeiten.